Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. So, wir sind jetzt hier in der Fossilienmine, haben Lani gerade besiegt. Ach ja, ich habe auch ein paar Sachen bekommen. Da will ich gleich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas Schönes anlegen kann. Da war zum Beispiel das Korallschwert, was garantiert er kriegen kann. Ah ja, und das Gladius. Ne, warte mal, war das das Gladius? Doch, es war das Gladius. Nervensäge 777. Okay, warte mal. Seelenwanderung. Also ich werde hier erstmal das anlegen, weil das andere Schwert natürlich etwas stärker ist. Das will ich mir dann halt für später aufheben. Ich will immer von schwach zu stärker kommen, dass ich nicht irgendwann in der Situation bin, wenn ich eine Waffe mit, ich sage jetzt mal ganz stur heraus, Angriff 50 und ich habe noch irgendwo eine Waffe, wo ich noch eine Attacke drauf habe, mit Angriff 20. Ich möchte nicht in diese Situation kommen, deswegen will ich lieber von schwach zu stark machen. Und ja. Gut, die andere Waffe kann ich anscheinend nur mit Steiner anlegen. War ja auch so ein Schwert, weil die anderen haben können keine Schwerter anlegen. Warte mal, ich habe da hier was Feines. Ich habe da eine Silbergabe. Cool. Okay, entschuldigt. Ja. Und wir gehen jetzt hier erstmal lang, weil wir wurden ja recht schnell hierher geschmissen, dadurch, dass wir ja vor dem Viech abhauen mussten. Und ich nutze jetzt auf jeden Fall mal die Zeit. Gehe nochmal zum Anfang zurück. Dort, wo das Viech rausgekommen ist, ab dem Moment werde ich mal die Mine erkunden. Mein Gott. So, hier haben wir ein ganz liebes, nettes Monsterchen. Kennt ihr bestimmt noch, den Gryphon, glaube ich. Mal gucken, ob wir hier irgendwie das Viech fressen können. So, ansonsten kann Lily nochmal angreifen. Es passt mir ganz gut, dass Quina alles, auf Hast hat. Ha, ungenießbar, na toll. Weil umso schneller kann er natürlich sein Fressen nochmal neu ausprobieren. Brauche ich nicht so lange warten. Hui, das gibt aber schön EXP. Wir haben ein Peridot bekommen. Ist das nicht eigentlich das Item... Moment, ich will mal ganz kurz was gucken. Ach nee, das war das Falsche. Ah, komm hier, anlegen. Peridot. Genau. Also Peridot haben wir jetzt zweimal. Einmal, um halt Ramu zu bekommen. Es wäre wahrscheinlich jetzt der Moment, wenn ich das mit Ramu wahrscheinlich versaut hätte, dass ich jetzt hier hätte Ramu bekommen können. Viele denken sich bestimmt, ja, was will ich mit zwei Peridot? Die kann ich doch wegschmeißen oder verkaufen oder was auch immer. So wie ich aber mitbekommen habe, ist es so, dass je mehr Peridots ich habe, Dots oder was auch immer, keine Ahnung, ich sag Peridot jetzt am besten, umso stärker ist, glaube ich, der Angriff von Ramu. Ich möchte mich darauf nicht versteifen, ich habe das nur mal gehört und vielleicht könnt ihr das ja sogar bestätigen, aber auf jeden Fall ist es so, dass man... Wenn man irgendein bestimmtes Item in einem Oberland... Och komm. Eine bestimmte Menge davon hat, dass der jeweilige Angriff etwas stärker wird. Ich weiß aber nicht, ob das das ist oder ob das vielleicht um ein anderes Item oder eine ganz andere Richtung ist. So, Moment. Mein WhatsApp will was von mir. Okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Na gut, okay. Zieh da einen Angriff bitte. Krabbelfresse. Okay. Mal sehen, wenn das überlebt, werde ich gleich mal versuchen zu fressen. Die sehen aber echt wirsch aus, die Viecher. Als ob das totale hirnrissige... Ach so, nee, Moment. Totale hirnrissige Idioten wären oder so. Okay, das ist tot. Also darf ich jetzt wirklich nur mit den beiden mal angreifen? Und dann mal fressen probieren. Zidane ist leider zu stark dafür. Na gut, mal gucken. Oh, nicht doch. Naja gut, kann ich nur noch mit Vivi angreifen. Oh, das wird noch zu schwach sein. Das wird nichts. Naja. Moment mal, war das nicht so, wenn ich die geheilt habe, dass die da auch irgendwie wach wurde? Mal probieren.
So, Vivi kann gleich nochmal angreifen. Ich probiere erstmal, ob ich hier die Wacht kriege. Nee, leider nicht. Dann greift Vivi nochmal an und sie kann noch, er kann nochmal fressen. Irgendwann muss es ja mal klappen. Also mehr als 900 wird das Viech nicht haben. Und jetzt habe ich ja knapp schon 200, 300 verletzt. 75% muss ich natürlich verletzen. So, komm. Und dann gleich nochmal fressen probieren. Weh, du stirbst jetzt, sonst kriege ich einen Ausraster. Okay. Na dann. Ungenießbar, Mann. Na toll, dafür habe ich mir die Mühe gemacht. Der Kampf hätte so schön schnell vorbei sein können. Okay, also Lilly ist Level up. Geht ja auch recht fix hier. Es gibt ja gute EXP. Und, ja. Ist gar nicht mal so verkehrt. Okay, weiter geht's. Ach, Gott sei Dank. So. Okay, das müssten die letzten... Oh, na klar. Okay, auf jeden Fall weiß ich, das Viech mit der blöden Fresse und der Gryphon, den kann ich gleich besiegen. Oh, Moment. Mein Fernseher will sich schon wieder ausschalten. Ja, ich will noch Fernsehen gucken. So, okay. Gut, dann kann ich hier direkt ganz normal angreifen. Quina Angriff, das Angriff, das Angriff und... Obwohl Lilly sich eigentlich hätte heilen können. Naja, ist nicht so schlimm. Boah, ist schon eine ganz schöne Menge, meine Güte. Na dann. Stirb. Wow, 228. Nicht schlecht. Da fällt mir ein, wenn ich das nächste Mal in Treno bin, kann ich übrigens wieder mit dem Monster unter dem Waffenladen kämpfen. Da ist es aber ein neues Monster. Und jedes Mal sind es halt andere Viecher und andere Items, die man bekommt. So, Vivi und Quina haben etwas gelernt und ich habe sogar noch ein Peridot bekommen. Ich gucke mal, was ich gelernt... Also, habe ich schon geguckt, was ich gelernt habe, aber ich habe es schon wieder vergessen beim Reden. Vivi und Lilly. Nee, Vivi und Quina, oder? Oh Gott, ey. Das ist immer so schlimm. So, hier nix. Hier nichts. Das ist noch in Ordnung. Wahrscheinlich immer Refleck. Blitzra. Aha, okay. Dann mach mal den Oberstock dran. Du kriegst den Peridot. Und so passt das eigentlich. Dann ist er auf jeden Fall schon mal stärker. So, und jetzt hier bei Quina war es noch. Urschrei, oder? War das Urschrei? Ich weiß es gar nicht. Gerade etwas überfragt. Nee, Ability Up war das doch, oder? Oh je. Naja gut, hier haben wir auf jeden Fall immer Hass. Das kann so bleiben. Puh, Gottes Willen. Ach ja, noch ein Kampf. Ha, na das nenne ich mal einen Signalverlust, der mal was gebracht hat. Das habe ich ja immer zwischendurch, also wenn ihr zufälligerweise merkt, dass es hier irgendwie mal springt oder so, das ist dann nicht irgendwie, dass ich blöd gecuttet oder gerendert habe oder sowas, sondern das ist bei Final Fantasy 9 ist es wirklich so, dass ich hier so ein paar Probleme habe. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Auf jeden Fall hat es mir diesmal sogar die Wartezeit ein bisschen verkürzt, jedenfalls was die LP selbst angeht. Ich natürlich habe das noch warten müssen, miterleben müssen, aber ihr kriegt es dann halt nicht mit. Na gut. Autsch! Oh, das war mies. Okay. Irgendein Item. Nee, aber hier, die Tür hat sich jetzt geöffnet. Und hier ist sogar was. Ein Elixier. Wie geil. Gut, aber der ganze Weg, den können wir jetzt wieder zurückgehen, weil hier ja sonst nichts war. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja am Ende der Mine ankommen. Und ich frage mich, wie ich das machen soll. Ich bräuchte jetzt eigentlich gleich einen Speicherpunkt irgendwie, damit ich mal hier cutten kann. Ich muss mich gerade hier mal so nebenbei weg und so. Aber ich glaube, ich mache heute Abend wieder weiter. Ich möchte so viel schaffen wie möglich. Jetzt, wenn ich wieder arbeiten gehe, habe ich vielleicht gar nicht so viel Zeit. Naja. Gut, auf jeden Fall, ich habe
letztens mal ausgerechnet, da habe ich 108 Parts, also zum damaligen Zeitpunkt, das war jetzt am 18.07. Entschuldigung. Und habe ich 108 Parts auf Reserve. Genau, 108 Parts auf Reserve. Und ich habe seitdem auch wieder eine Menge aufgenommen. Ich glaube, es könnten jetzt schon fast 130 Parts sein. Antireflek. Antireflek? So merkwürdig. Wieso denn Antireflek? Reflek ist doch was Gutes. Gut, vielleicht nicht immer, aber meistens ist es doch was Gutes. Na gut, mal gucken. Antireflek. Das ist ja merkwürdig. Besonders hier oben lerne ich Reflek, hier unten lerne ich Antireflek. Sachen gibt's. So, danach kann sie dann mal... Achso, ich hätte vorhin gar nicht Ramu benutzen können, weil ich es noch nicht angelegt habe. Gut, kann ich aber gleich machen. Nur noch 2 AP, dann kann ich wieder wechseln. Und dann werde ich natürlich sofort Ramu anlegen, damit, damit die das so schnell wie möglich lernt. Weil eine Bestia-Beschwörerin sollte nicht lange ohne Bestia sein. So, ja, wie gesagt, momentan dürfte ich dann bei 130 Parts sein. Da ist aber jetzt nicht nur Final Fantasy 9 dabei. Da ist jetzt auch Alice dabei. Das sind jetzt noch ein paar wenige Parts. Habe ich jetzt fast abgeschlossen. Wenn ihr das guckt, ist es eh abgeschlossen, weil ich ja Final Fantasy 9 erst hochladen will. Wenn, wenn das abgeschlossen ist, ganz klar. Und dann ist noch gerade mal 2 Parts, Final Fantasy 13, 2. Muss ich auch mal weiter rendern. Habe ich auch wieder eine Menge Parts in, zur Verfügung. Und dann noch Eternal Sonata, was ich auch mal wieder hochladen muss. Ich habe zwar schon gerendert, 10 Parts insgesamt, habe aber bisher nur bis Part 2 hochgeladen. Achso, da möchte ich auch nochmal drauf aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob ihr es so weit mitbekommen habt. Und zwar bin ich ja jetzt Mitglied der German Player Zone. Ich lade da auch Let's Plays hoch. Zum Beispiel das Together mit Mishima Zaibatsu habe ich Secret of Mana gemacht. Da sollen auch noch ein paar andere Sachen kommen, so wie es uns die Zeit und was auch immer alles erlaubt. Und es soll auch ein anderes Together folgen, noch mit Mike Kugan, sowas, entschuldigt bitte. Auf jeden Fall, das soll noch folgen und freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Und dann habe ich ja, wie gesagt, noch das Single-Projekt dort bei GPZ Eternal Sonata. Und ja, achso, übrigens, mit Mike Kugan werde ich nicht auf GPZ hochladen, weil er war zwar mal bei der GPZ, ist jetzt aber nicht mehr dort, so wie ich jetzt mitbekommen hatte. Gut, also was habe ich denn Schönes gelernt gerade? Blitzra wahrscheinlich. Da kann ich mal gucken, dass ich was anderes anlege. Aber bitte sag, du hast noch was anderes zur Verfügung. Na gut, dann muss ich das so machen. Das und das weg und... Achso, sie hat ja eh gelernt. Moment. Da, da, da. Hier, das darfst du. Jetzt kann er mal gucken, ob er vielleicht das, was sie jetzt dran hatte, benutzen kann. Nee, leider nicht. Hermesstiefel. Es tut mir leid. Ich muss es machen. Und du bitte auch. So. Und jetzt gucke ich, ob die vielleicht, ob der vielleicht von denen was kriegen kann. Hier haben wir es nämlich schon. Immer hast. So. Weil ich mag das nicht, wenn einer vielleicht auf einen jemanden warten muss, bis das fertig gelernt ist. Warte, Sekunde. Gott, hatte ich jetzt immer Reflek oder Level Up? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Theoretisch beides. Dann nehme ich das Level Up natürlich. So, und er macht dann noch immer Reflek. So, passt. So kann ich weitergehen. Ich gucke mal hier gerade noch bei Abilities. Ich hatte vor uns irgendwas dran. Was ist jetzt ab? Immer Hast hatte ich, ne? Gut, das hat er jetzt natürlich... Aber egal, egal. Dann lege ich erst noch was anderes an. Und zwar Habgier und Götterspeise. Gut, weiter geht's. Ah, schnell, schnell, schnell. Oh, das war knapp. Los, 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 los. Oh, nicht schon wieder ein Kampf. Komm, ich muss weg.
Na gut, den kann ich wenigstens ganz normal besiegen. Ich werde dann wahrscheinlich meine PlayStation wieder den ganzen Tag auf Pause stellen müssen, bis ich heute Abend wieder aufnehmen kann. Meine Tochter kommt nämlich gleich auch nach Hause. Da ist es ein bisschen blöd, wenn man vor dem Computer hängt, ne? So. Mal sehen, wie ich am Wochenende dazu kommen werde. Ich wollte ja am Samstag gegebenenfalls nochmal aufnehmen. Mit Miko, Mishima Zaibatsu. Und Secret of Mana halt machen. Weil er muss nämlich auch bald ins Krankenhaus. Und ja, mal gucken. Und dann wollte ich ja mit Mike Hugan. Gott. Eigentlich ist das voll einfach. Mike Hugan. So. Basta. Ich lerne das noch. Entschuldige bitte. Okay. Ja, und da wollte ich vielleicht gegebenenfalls auch mal bald was machen. Ich muss den mal anschreiben, ob er vielleicht Sonntag schon Zeit hat. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall kriege ich hier eine Menge Peridot. Das ist ganz gut. So, und ich glaube... Ich will gerade noch dahin gehen, wo wir vor uns gegen Lani gekämpft haben. So. Okay. Und springen? Ach so, nee, ich kann ja vorbeilaufen. Ach, immer diese Kämpfe. Junge, Junge, Junge. Ui, sehr interessant. Und wieder ein kurzer Signalverlust, während sich der Kampfbildschirm aufbaut. Auch nicht schlecht. So muss das sein, so mag ich das. Das ist richtig genial dann. Na gut. Dum, da, dum, dum. Sieht irgendwie leicht wie ein Kanarienvogel aus. So das Gesicht und so, meine ich. Gut, greif an, mach es tot. Ich muss Pause machen. Gut, das hätten wir schon mal. Und gleich sind wir auch wieder, wie gesagt, an der Stelle, wo wir vor uns gegen Lani gekämpft haben. Dort werde ich dann meinen Part wieder cutten. Wie gesagt, wir hören uns... Naja, gut. Wenn ich so mache, wie ich mir jetzt vorstelle, würde ich ja nur ein Part pro Tag hochladen. Auch wenn ich jetzt viel Vorlauf habe. Vielleicht mache ich auch zwei Parts, muss ich mal gucken. Je nachdem, wie es passt. Gut, jedenfalls sehen wir uns dann später wieder, hören uns später wieder. Oder ihr mich, wie auch immer. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Part. Es ist wieder eine Menge passiert. Und ja, dann... Habt mal noch viel Spaß heute und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.